Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des The Colonists Let's Plays, sagen wir mal. Und es gibt schon ein Update. Und was mir da gleich mal auffällt, ist, da oben steht jetzt The Colonists Beta. Es ist nicht ganz klar, was das Spiel jetzt ist. Viele schreiben, es ist Early Access, es ist aber nicht Early Access. Die vermarkten es, soweit ich das sehe, eigentlich als fertiges Spiel. Aber jetzt, beim Update, sieht man, steht da um Beta. Also, was ist das Game jetzt? Ist es Early Access? Ist es Beta? Ist es fertig? Who knows? Egal. Wir gehen einmal weiter. Und ich hoffe, dass wir dort weiterspringen können, wo wir aufgehört haben. Jo, schaut nicht so schlecht aus. Wo sind unsere Aufgaben? Irgendwie haben wir keine Aufgaben. Aber wir werden mal die typischen Sachen machen. Als erstes brauchen wir mal... schauen wir mal. Wir wundern uns wirklich sehr, dass wir keine Aufgaben haben. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Holzfällerhütte an. Was mich wundert, wieso ist eigentlich nicht die Holzfällerhütte und die Fallstreen an? Also bei wie heißt das Game schnell? Kingdoms and Castles, was mir letztens nicht eingefallen ist. Dort ist das nämlich im A. Ist das im A, glaube ich. Ist das da nicht in A ist? Wundert mich ein bisschen. So. So geht es jetzt nicht weiter. Es kann nicht sein, dass die erste World War. Ah, es ist Pause. Meine Güte. Okay, das macht natürlich Sinn. Passt, dann haben wir gelernt, brauchen wir eine Residenz, die wir mal gleich da herbauen. Dann kann man nämlich noch einen Weg durchbauen. So. Wieso ist das nicht angeschlossen? Mafu. Ich habe es nicht richtig gesetzt, aber egal, ich kann sie so verbinden, glaube ich mal. Not even a problem. Dann werden wir noch eine. Du kannst die Straßen immer nur bei den Dinger anstarten. Das ist eigentlich ziemlich blöd. Also das finde ich schon irgendwie nicht so cool. Aber ja, das ist nicht das größte Problem. So, dann braucht man noch Nahrung und Wasser. Sheepfarm, das ist neu. Das werden wir gleich mal austesten. Das kenne ich nämlich noch nicht. Dann haben wir nämlich auch Nahrung. Dann bauen wir einen Brunnen. Jetzt weiß ich nicht, kann der Brunnen irgendwo sein? Oder muss der nicht mehr Wasser sein?
Na, wahrscheinlich kann er einfach irgendwas sein, sag ich mal. Deswegen. Ich baue nochmal da oben hin. Wenn er nicht funktioniert, sehen wir es eh gleich. Was ich noch vermute, ist, wir werden mehr Residenzen brauchen. Das ist eh kein Problem. Sawmill, das ist auch neu. Ich verstehe, es gibt jetzt keine Anleitung mehr, es ist einfach. Du kannst einfach machen, was du willst. Gibt es überhaupt Ziele? Was versammelt? Es gibt echt schon einige Sachen. Und ich habe aber keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich tun muss. Oder bin ich einfach nur zu blind? Das kann ja nicht sein, oder? Fisch kannst du gar nicht. Was muss ich jetzt eigentlich tun? Brauchen wir Food. Wieso geht das nicht? Was ist das Problem? Autoplace. Das war vielleicht ein Fehler. Change. Shift Remove. Okay. So viel brauchen wir da nicht. Ich glaube, das kann man so lassen. So. Passt schon. Dann brauchen wir noch Energie. Aber das machen wir ja schon, oder? Ich würde sagen, wir machen einfach noch eine Residenz. Just to be sure. Er jammert noch wegen Essen, aber Essen wird jetzt normalerweise produziert, sage ich mal. Fisch kann ich nicht machen. Ich werde einfach noch einen Watchtower bauen einmal. Der drin da, glaube ich. Genau. Aber wenn ich den baue, ja, dann habe ich da mehr. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung muss ich irgendwie expandieren. Ich finde es voll strange, dass es jetzt beim zweiten einfach keine Leitung gibt. Strange. Also es gibt einfach. Das Tutorial geht einfach nicht weiter. Also, weil ich es ja vorhin am Anfang angesprochen habe, zwecks ist nicht klar, ob es ein Early Access ist oder ob es ein Beta ist. Für mich wirkt das Game nicht wirklich fertig. Ich meine, es ist zwar eigentlich voll cool von der Idee und ich finde es bis jetzt auch echt interessant, aber. Es wirkt nicht fertig. Ich bin mir leider auch nicht ganz sicher, was ich überhaupt irgendwie tun muss. Wie es ausschaut, brauche ich auf jeden Fall mehr Nahrung. Das Sinnvollste wird natürlich sein, dass ich schaue, dass ich Fischdingens mache. Und ich würde jetzt dann auch noch eine Forestry machen.
damit die da wieder neue Bäume machen und nicht einfach nur alles abfüllen. Dann brauche ich noch, was ist das eigentlich? Ah, das ist ein Lager, oder? Ich baue einfach mal just for the lols da ein Lager her. Ob ich das jetzt brauche oder nicht, sei mal dahingestellt. Well, brauche ich nochmal jetzt keinen mehr. Vegan, den ist der Wald. Sagen wir mal nicht. Watchtower, na, Sawmill will ich auch dann daher bauen. Das heißt, wir werden da jetzt da Straßen weiterführen. Machen dann eine Verbindung mit Pfaden. Da mal. Genau, das kann ruhig alles. Das kann ruhig alles bepflanzt werden. Da brauche ich nochmal nichts. So, das ist jetzt vergrößert worden. Jetzt schau ich mal, was braucht ihr da oben? You have not set any storage rules yet. Ah, man kann aussuchen, was da drin gelagert werden soll. Kann ich einfach sagen, alles? Any. Ja, ich hab gesagt any. Any. War vielleicht nicht so gut. Ich will keine Regeln machen irgendwie. Wahrscheinlich brauche ich das auch gar nicht. Schauen wir mal jetzt für die Nahrung was tun kann. Habe ich eine Fishing Hood. Da hinten sind Fische. Komme ich eigentlich da irgendwie übers Wasser? Muss ich da um und um gehen? Was ist das? Eigentlich Kohle? Ah ja, wirklich. Alter. Ich muss jetzt nochmal schauen, es gibt's ja nicht, dass da keine Quest oder so gibt. Help? No. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Nahrung. Sinnvollste wird sein, ich baue Noah. Schaffarm. Ich hab diesmal Autoplace. Ja. Nehmt das. Passt schon. Wir haben definitiv zu wenig Nahrung und wir haben zu wenig Stein. Aber Stein tun uns jetzt eh schon. Es ist eh cool, dass du siehst, was da benötigt wird. Irgendwo kannst du dir das anzeigen. Also wir haben zu wenig Holz und wir haben zu wenig Stahl. Kann man das irgendwie erhöhen? Change Resource. Schaut relativ komplex aus. Und so weiter. Was ich jetzt weiß, ist, wir produzieren zu wenig Holz. Ich weiß nicht, bringt der Sawmill irgendwas? Macht der da mehr Holz draus? Wir haben zu wenig Holz, aber der chillt. Hä, das macht irgendwie keinen Sinn.
Strom. Ich würde einfach sagen, wir machen noch eine Residenz. Was gibt's da eigentlich sonst noch? Workshop. Irgendwo habe ich mal was von einem Workshop gelesen. Das haben wir noch nicht. Das bauen wir mal. So. Das kommt daher, ja. Perfekt. Wofür das auch immer sein soll, werden wir sehen. Weil wenn wir den Workshop haben, können wir Straßen aufsetzen, okay. Workshop machen wir jetzt dann schon. So, Mädel, Hotstar brauchen wir nicht. Da haben wir eigentlich schon alles. Autosaving, okay. Hängt mal. Residenz. Ich baue jetzt nochmal eine neue Residenz. Weil ich glaube, dass wir von denen zu wenig kommen. Rein gefühlsmäßig. Was ich auch ein bisschen unsauber finde, ist, dass die Gebäude so schiere, wie soll ich sagen, ja, Unebenheiten erschaffen, dass du, ja, man sieht es da eh schön, sich Kanten sind. Und das müsste meiner Meinung nach nicht sein. Das hätte man sich ja schöner lösen können. Aber so vom Artstyle und vom Aufbau gefällt mir das Game echt richtig gut. Und ich bin echt gespannt, was da noch so kommt, aber es fühlt sich irgendwie leer an. Ich weiß nicht, was ich tue. Ohne Ziel ist... Ah, warte mal. Da sind eh die Ziele. Wieso habe ich das... Ich war blind. Ich muss schauen, einen Workshop baue ich gerade. Kohle finden, Eisen finden. Und Lumberjack hat priorisieren. Das sind nur Tipps, oder? Jetzt da keine wirklichen Quests. Build Small Monument. Okay, das ist das Ziel. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gesehen und ich habt euch gedacht, Alter, der Harvey ist blind. Construction 1. Also, wenn ihr wirklich das schon vor mir gesehen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wer das vor mir gecheckt hat. Weil eigentlich war ich da schon drinnen. Ich weiß nicht, es ist zu überladen irgendwie, wenn du dich nicht auskennst. Aber jetzt wissen wir, das Ziel ist... ja, das Small Monument. Und wenn wir es in 9 Monaten schaffen, kriegen wir Gold, wie es ausschaut. Und wir haben schon 2 Monate verschwendet. Aber wie es ausschaut, muss ich Umi zum Moment, ich bin nicht sehr multitaskingfähig. Da zur Kohle, denke ich mal, nachdem das ein Tipp ist. Und wir müssen auf jeden Fall dann eine Straße bauen. Das ist eh der einzige Weg. Raus. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das Lager hätte ich mir sparen können. So, Workshop. Ah, okay. Da kann ich jetzt ausbauen. Construction Speed 1 war das, glaube ich, was wir braucht haben. Wenn ich das mir richtig gemerkt habe, Construction 1 steht da jetzt da.
Ich denke mal, dass das vielleicht das ist. Es steht zwar, kannst du sagen, Speed, aber ich forsche das mal. Ah, da gibt es noch mehr Mining. Shopping. Boat Building. Hammer. Das ist auch cool. Also, interessant. Okay, der ist... Was hat er da für ein Problem? Zu wenig Strom anscheinend. Oder die Sachen haben gefällt, aber jetzt... Oh cool. Jetzt hat er die Sachen. Und er klopft voll rein. Sehr cool. Ich glaube, wir werden einmal das Ganze ein bisschen aufspeeden. Aber wir brauchen, glaube ich, die Kohle gar nicht. Wir müssen eigentlich nur ein Monument bauen. Ich weiß nicht, ob es dann noch weitergeht oder ob dann die Mission fertig ist. Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass ich das Video jetzt nicht zu lang strecke, aber ich möchte es ja irgendwie nicht jetzt da unterbrechen, weil... Ich weiß nicht, wie lang die Mission dann noch geht, weil wenn die dann aus ist, ist es blöd. Ich würde sagen, ich mache die Mission. Ich hoffe, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob euch das stört, wenn die Videos ein bisschen länger sind und dafür habt ihr eine Mission ganz. Oder hättet ihr gern das Video nur in einer bestimmten Länge und dann dafür halt ja, die Missionen aufteilt. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Dann mit ein bisschen Feedback kann ich natürlich das besser aufbauen und es besser umsetzen. Ist, glaube ich, für uns alle besser. So. Sehr cool. Ah, da ist er. Iron. Na? Underground. Ah, ja, wo doch Iron Ore. Ja, aber brauche ich das? Jetzt machen wir mal ein Monument und dann schauen wir mal. Kann ich das schon? Stone? Ah, Iron brauche ich da. Kann ich schon knicken? Das heißt, ich muss auf jeden Fall um zum Iron. Das Wegsystem ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Habe jetzt eigentlich irgendwas in unter, also Holz habe ich, weil habe jetzt eh schon priorisiert. Ah, die Planks, also die brauche ich eh, das habe ich extra. Okay. Ich glaube, wir werden noch eine Speed-Stufe draufsetzen. Ich denke, wir versammeln nichts, wenn wir da ein bisschen auf Gas gehen. Von den Monaten her sind wir, glaube ich, gut dran. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas anderes forschen sollte. Das ist wirklich die Frage. Zahlt ihr das aus? Soll ich was anderes forschen? Gut, dass ich das gesehen habe. Du brauchst anscheinend das, damit du überhaupt die Sachen abbauen kannst. Also so wie Eisen und so weiter. Die Frage ist, ob sonst noch was gebraucht wird. Wenn jetzt irgendwas zu wenig, leichtet nichts auf. Also denke mal, es soll so passen. Blanks. Wenig. Na.
So, Watchtower ist auch fertig. Sehr schön. Ein paar Pelikan, sondern ich will eine Road. Das heißt, ich muss da jetzt dann noch einen Turm bauen. Das System mit die Watchtower ist irgendwie... finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber Stone ist da. Ja, man ist nicht so schlecht. So, es geht aber dahin. Die Sache ist nur, wenn die Missionen wirklich alle so aufgebaut sind, dass du immer wieder bei Null anfängst und im Prinzip das Gleiche machen musst, nur dann vielleicht mehr. Ach ja, wie sinnvoll ist denn das? Das ist halt wirklich die Frage. Es ist echt cool, wie die kleinen Roboter das immer von einem Bereich zum nächsten Bereich weitergeben. Also die bringen das nicht ganz durch. Und anscheinend werden auch die Roboter, dass die von Server kommen. So, ich habe noch nie einen bauen müssen und es gibt sehr viele anscheinend. Jetzt haben wir schon im dritten Monat 15 Tage. Also 9. Ah, you now have some cold possibility terrain. Okay. Ich hatte schon checkt, dass da jetzt Kohle ist. So, jetzt müsste das Gebiet eigentlich groß genug werden, damit die Eisen abbauen kann. Jawohl. Wonderbra. Gibt es da eigene Mine? Ich glaube. Ah, Schaft Mine. Construction 1, Mining 1. Okay, die Research tut mal. Ich glaube, das brauchst du, sonst kannst du gar nichts machen. Ich würde sagen, wir brauchen noch mehr Unterkünfte oder halt Residenzen. Einfach mal auf Verdacht. Passt, ich kann jetzt Eisen und Kohle abbauen. Gut, dass ich das schon zuvor gemacht habe. Wo ist da? Was? Du brauchst Stufe 2 Energie? Oder wie? Und wie kriege ich das? Hier baut das Construction 1 noch nicht. Habe ich das nicht schon erforscht? Construction Speed. Ah, da ist Construction 1. Es ist als Unterpunkt. Man braucht beide von den Dinger. Okay. Kann ich da zwei gleichzeitig setzen? Nein. Ja. Wie es ausschaut, dauert es jetzt doch noch länger. Und ich sage mal, ich möchte das Video jetzt dabei nicht zu lang machen. Deshalb sage ich, wir belassen es einmal dabei. Wir werden das einmal pausieren. Ein bisschen was haben wir ja schon weitergebracht. Schau, wie viele Schafe, so viel schönes Fleisch. Es ist echt schön. Und wir kommen voran. Passt. Dann
werden wir das Ganze mal speichern. Ich werde es einfach überspeichern. Ja. Perfekt. Dann sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Über ein Abo freue ich mich auf jeden Fall urmäßig, wenn das überhaupt ein Wort ist. Vergesst nicht die Glocke, dass ihr informiert werdet, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Viel Spaß beim Zocken.